Studie zeigt Zusammenhang zu Klimawandel und Flut im Ahrtal. Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher. Wenn es wärmer wird auf der Erde, dann werden extreme Wetterereignisse häufiger, auch deshalb, weil warme Luft mehr Feuchtigkeit aufnehmen kann. Das hat der Weltklimarat kürzlich wieder betont. Doch was heißt das für eine einzelne Wetterkatastrophe? Damit beschäftigt sich die Initiative World Weather Attribution, ein Zusammenschluss von Forschenden, unter anderem der Deutsche Wetterdienst, die Universität Oxford, die ETH Zürich und das britische Met Office sind dabei. Für die extremen Regenfälle im August haben sie das jetzt getan. Es fielen pro Quadratmeter am Tag 90 Liter Regen mehr als je zuvor verzeichnet. Mindestens 220 Menschen starben in der Katastrophe. Frage an meine Kollegin Jule Reimer, was ist das Ergebnis der Studie? Ja, die Forscher sehen einen Zusammenhang zwischen dem Anstieg der mittleren Erdtemperatur um 1,2 Grad seit rund 150 Jahren und diesem Starkregen, der die Fluten auslöste. Wir haben dazu Klimamodelle und reale Daten für mehrere Regionen in Westeuropa analysiert, weil allein jetzt die Regenfälle an Ahr und Erft zu betrachten, wäre zu kleinräumig gewesen. Und das Ergebnis ist, nach aktuellem Stand, kommt derzeit statistisch so ein extremer Dauerregen alle 400 Jahre vor. Und die Bedeutung der Klimaerwärmung darin beschreibt Frank Greinbau vom Deutschen Wetterdienst so. Wenn wir vergleichen den vorindustriellen Zustand oder was von der Zeitraum her, etwa 1850 bis 1900, zu jetzt, hat der Klimawandel so ein Ereignis mit einem Faktor zwischen 1,2 und 9 erhöht. Das heißt, ich nehme jetzt mal ein Beispiel von 5. Wenn wir jetzt eine Wahrscheinlichkeit haben, dass so ein Ereignis alle 400 Jahre auftritt, wäre das ohne Klimawandel alle 2000 Jahre aufgetreten. Genau, und hier muss man auch noch mal vorsichtig sein. Diese statistisch alle 400 Jahre ermittelte Eintrittswahrscheinlichkeit, die gilt pro Region, das heißt im Gesamtgebiet Westeuropas kann es viele benachbarte Regionen auch kurz nacheinander oder gleichzeitig treffen. Und durch den Klimawandel erhöht sich auch die Regenmenge um 3 bis 19%. Die Regenfälle waren ja schlimmer, als vorher auch in Extremszenarien für möglich gehalten wurde. Waren die früheren Daten also nicht mehr aktuell? Also die Forscher weisen darauf hin, dass die existierenden Frühwarnsysteme das Überflutungsereignis gut erfasst haben, haben aber auch gesagt, das ist nicht ihre Baustelle. Enno Nilsson von der Bundesanstalt für Gewässerkunde wies darauf hin, dass an der Ahr so eine Hochwassermarke schon mal für 1804 vermerkt wurde. Aber er sagt auch, die Messreihen gerade für kleinere Gewässer wie die Ahr beginnt, glaube ich, 1947. Und auf dieser Grundlage werden Extremwerte abgeschätzt. Und ein Ereignis, wie wir es jetzt erlebt haben, verändert natürlich diese Grundlage. Das heißt, die nächsten Extremwertstatistiken, die dieses Ereignis berücksichtigen, die werden natürlich anders aussehen. Will heißen, dass auch die Gewässerkundler die Klimaerwärmung stärker künftig berücksichtigen werden. Man muss dann eben auch die Hydrologie und das Klima kombinieren. Ein weiteres Problem im Juli war ja auch, die Böden waren bereits durch vorherige Regenfälle gesättigt. Das heißt, man muss da komplexere Bedingungen einbeziehen. Was sagen denn die Forschenden zur Katastrophenvorsorge? Also sie weisen nochmal auf die besondere Verletzlichkeit von Kindern, Senioren und Behinderten hin und wollen auch bei den Bandbreiten nichts zurücknehmen. Es kam dann auch die Frage, ja, wenn man gerade eine Jahrhundertkatastrophe erlebt hat, dann ist man doch die nächsten 100 Jahre wohl sicher. Und nein, nächstes Jahr ist die Möglichkeit genauso hoch, dass das Jahrhundertereignis wieder eintritt. Well, the answer is no. Next year, there's a 1 in 100 chance of that thing happening again. Und das sagt Martin van Aals, Internationalen Roten Kreuzes und des Roten Halbmondes in den Niederlanden. Diese Frage bekämen sie als Helfer nach jeder Katastrophe gestellt. Und die Bandbreiten zeigten natürlich auch, dass es auch sehr niedrige Eintrittswahrscheinlichkeiten gäbe. Aber genau das sei das Problem. Nicht nur die Klimaerwärmung, sondern auch eben die große mögliche Bandbreite der möglichen Katastrophen sei eine Herausforderung für die Klimarisikomanager. Und das einzig Richtige sei, so schnell wie möglich den Treibhausgasausstoß
CO2-Ausstoß herunterzufahren. Wetterkatastrophen wie jetzt an A und Mars werden durch die Klimaerwärmung deutlich wahrscheinlicher. Über neue Erkenntnisse dazu war das Jule Reimer. Nicht nur die Klimaerwärmung, sondern auch eben die große mögliche Bandbreite der möglichen Katastrophen sei eine Herausforderung für die Klimarisikomanager und das einzig Richtige sei, so schnell wie möglich den Treibhaus-CO2-Ausstoß herunterzufahren.